Und weil das so ist und weil wir sehen, dass, wie gesagt, die Situation in den Spitälern eine stabile ist, dass auch das Infektionsgeschehen momentan in dem Korridor sich bewegt, das uns die Hochrechner vorhergesagt haben, auch mit all seinen Konsequenzen, ist die gute Nachricht für alle die, die vom Lockdown für Ungeimpfte betroffen waren, dass dieser enden wird. Und gleichzeitig bleibt es wichtig, dass wir vorsichtig bleiben, dass wir wachsam sind, wie die Lage im Infektionsgeschehen sich weiterentwickelt. Wir orientieren uns sehr stark an den Ländern, die uns circa 3 Wochen voraus sind, auch in unseren Maßnahmen in der Beobachtung, wie wir dann weitere Schritte setzen. Das, was, glaube ich, erfreulich ist und was man positiv feststellen kann, wir befinden uns auch in Österreich auf einem guten Weg und können daher damit beginnen, einer der drastischsten Einschränkungen, die es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, zurückzunehmen.